Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Breath Exvius. Ich habe übrigens eine kleine Überraschung, denn ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Charakter hochgezogen und ihr werdet gleich sehen, wer es ist. Ein Charakter, von dem ich selbst niemals gedacht hätte, dass ich ihn jemals hochziehe, weil ich kein großer Fan bin von diesem Teil. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, wer das ist. Der ein oder andere, der schon ein bisschen mehr Folgen gesehen hat, weiß das wahrscheinlich. Für alle anderen, lasst euch einfach mal überraschen. Ja, da ist der. Es ist Snow. Ganz genau. Ich habe Snow hochgezogen, weil ich gemerkt habe, es macht Sinn, mehrere Tanks zu haben. Und an Snow ist das Besondere, dass er ein Tank ist, der automatisch ein Provozieren aktiv hat. Sowas wie Snow nennt man einen Provoke-Tank, also einen Provozieren-Tank. Und sowas wie Cecil nennt man einen Cover-Tank, also jemand, der sich vor andere davor schmeißt. Das Besondere ist, dass Snow eine 50%ige erhöhte Chance hat, angegriffen zu werden. Und wenn er angegriffen wird, schmeißt sich Cecil vor ihn, blockt den ganzen Schaden und kriegt dann aber nur halben Schaden. Ja? Oder eben Snow wird angegriffen, was okay ist, aber Cecil schmeißt sich vor jemand anderem. Auf diese Weise erhöhen wir unsere Überlebenschancen und ihr könnt euch bestimmt schon denken, wofür wir das brauchen. Ganz genau, wir brauchen das für Maxwell auf Elite. Ich habe verschiedene Sachen offscreen ausprobiert, verschiedene Strategien, um Maxwell auf Elite zu schlagen. Und ich habe einiges herausgefunden, einiges, was funktioniert. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Und ich würde Maxwell gerne so schlagen, dass man nicht nur bestimmte Bedingungen hat, sondern dass es eindeutig ist. Deswegen machen wir jetzt aber erst einmal weiter in der Welt. Das soll uns erstmal nicht interessieren. Das wird uns dann interessieren, wenn wir es soweit geschafft haben. Was ist denn hier bei Denado neu? Ist da irgendetwas neu? Ach so, genau. Ich habe in Denado versehentlich offscreen eine Quest ausgelöst mit Charlotte. Oder Charlotte. Und anscheinend kann man jetzt hier... Ah ja, Ritter der Mühen. Ne, genau, da geht es nämlich um Charlotte. Das mache ich dann noch. Irgendwann einmal. Das soll uns jetzt auch mal nicht interessieren. Da ist ein neues Questgebiet freigeschaltet. Eigentlich ziemlich cool, dass es das gibt. Das mache ich aber nicht in dieser Episode, sondern in einer anderen Episode. Vielleicht habe ich es aber schon gemacht. Ich bin momentan ein bisschen kreuz und quer am Aufnehmen. Ne, ihr wisst ja, wegen Story und so. Ach Mist, da wollte ich ja noch gar nicht rein. Ich wollte erst erkunden. Na gut, machen wir erkunden später. Gut, lasst uns hier mal eine kleine Pause einlegen. Einverstanden. Das Imperium scheint uns ohnehin nicht auf der Spur zu sein. Sagt mal, erinnert ihr euch an das Waisenhaus, an dem wir vorbeigekommen sind? Ja klar, da waren wir nach der Geschichte mit dem Zug. Der Großteil der Rebellen ist in diesem Waisenhaus aufgewachsen, auch ich. Seitdem Imperator Sose den Thron bestiegen hat, ist Soldat ständig in Kriege mit seinen Nachbarstaaten verwickelt. Diese Kriege haben uns zu Waisen gemacht. Uns alle. Hat natürlich ein bisschen was von Final Fantasy II gerade, ne? Mit den Rebellen und dass die Rebellen zu Waisen gemacht wurden im Krieg. Verstehe. Wenn es den Kristall noch gäbe, würde die Kraft des Imperiums niemals versiegen. Und das Blutvergießen würde weitergehen. Und mehr Kinder würden wie wir zu Waisen werden. Und deshalb sollen wir dir vergeben, dass du den Kristall zerstört hast? Nein, das verlange ich gar nicht.
Aber ich will mich dafür entschuldigen, dass ich euch hinters Licht geführt habe. Verzeiht mir. Wenn ihr mir nicht vergeben könnt, was ich getan habe, dann liefere ich mich eurem Urteil aus, sobald das Imperium nicht mehr ist. Ich hasse dich. Kannst du dich ein bisschen weniger aufrichtig entschuldigen? Ich bin fast versucht, dich davonkommen zu lassen. Meine liebste Lit, du musst mich nicht davonkommen lassen. Du kannst einfach gerade heraus sagen, dass du mich heiraten willst. Bitte was? Was soll das denn? Was soll das denn jetzt plötzlich wieder? Du bist wirklich der größte Idiot, den ich kenne. Ah, meine Liebe. Ich verstehe genau, wie du dich fühlst. Ich war als Kind auch immer besonders gemein zu den Mädchen, in die ich verliebt war. Die Reparaturen haben ewig gedauert und eigentlich habe ich auf eine wenig bessere Gelegenheit gewartet. Aber so wie es aussieht, ist die Zeit für einen großen Auftritt gekommen. Hm? Von wem redest du? Mechamon Mark II! Mach ihn alle! Aua, was zur Hölle? Was ist das für ein Ding? Er kriegt, was er verdient. Auch Lit und Rain sind am Lachen. So, na gut, wenn wir schon mal hier sind, machen wir es gleich. Mirestal Neuanfang. Wir gehen hier rein, benutzen keine Magie, schließen ab oder kampfen Verbündete, kein Weitermachen, alles kein Problem für uns. Wen haben wir denn hier zur Auswahl? Ja. Die Strategie, die ich habe, um Maxwell zu besiegen, beinhaltet eine Frevia, die stark ist und Dual-Wield hat, und zwei Setzer. So, da ich zwei Setzer besitze, warte ich nur noch auf eine Frevia mit Dual-Wield. Es gibt sie hier irgendwo, ja, manche Leute in der Freundesliste haben tatsächlich so welche, auch Leute, die ich nicht in der Freundesliste habe, haben sowas. Kommen wir dem Madragos Lightning mit. Und, wenn ich so eine sehe, dann werde ich es wahrscheinlich offscreen versuchen, das zu machen. Oder wenn ich gerade onscreen bin, versuche ich das dann noch mit aufzunehmen, je nachdem wie es läuft. Also, dann wollen wir mal. Snow ist jetzt mittlerweile mit dabei, ja, das heißt, wir rennen gerade mit Dual-Tanks rum. Kampfgebrüll, LP nutzt im Angriff für alle Verbündeten zu erhöhen, brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe Snow schon mal zu Genüge gezeigt. Ich mache mal einen Rundumschlag, so. Normalerweise geht das viel schneller. Nur, ihr wisst ja, wie das gerade so ist, wenn die Aufnahme läuft. Ne, ist alles ein bisschen langsamer. So, schauen wir mal weiter rein. Falls ich keine Frevia mit Dual Wield finde und es mit denen schaffe, Maxwell innerhalb von drei oder vier Runden, ja innerhalb von drei Runden eigentlich, zu killen, das ist die einzige Möglichkeit, dann muss ich es sowieso versuchen, sie so zu töten, dass ich souverän gewinne, ja, also dass sie sowieso keine Chance hatte. So, hier, komm, wir machen mal Triple Jackpot. Zack. Hier können wir mal Rundumschlag machen. Genauso wie hier. Rundumschlag. So.
Wahrscheinlich seht ihr diese Folge sowieso ein wenig spät. Es kann sein, dass wenn ihr die Folge hier seht, dass ich dann Maxwell schon besiegt habe, ohne einen Kampf gegen Verbündeten. Aber es kann auch genauso gut sein, dass es eben nicht der Fall ist. Dann würde danach eben die Folge kommen, ne? Wisst ihr Bescheid? Weil ich ja ein wenig Storyline vorproduzieren wollte, um noch diesen Event mitzunehmen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Vierter Kampf. Und auch hier hauen wir einfach drauf. Prügelt alles weg. So, sehr gut. Denn ihr wisst ja, der Schlüssel, um großen Schaden zu machen, ist eine Kette. Und falls ihr es noch nicht wusstet, werde ich es euch irgendwann mal zeigen, wie man richtig chaint, wie man richtig Kettenangriffe benutzt, was damit gemeint ist, was elementare Chains sind und so weiter. Das wird immer mehr eine Rolle spielen, also komme ich früher oder später nicht drum herum. Ich drücke mich ja immer noch davor. So, das haben wir geschafft. Es gab leider nur einen Heiltrank und 30 Lapis hier, nicht 50 Lapis wie sonst. Einen Heiltrank brauche ich gar nicht. So, weiter geht's. Mirestal, Trockenlippen. Okay, Trockenklippen. So, Erdschaden. Achso, füge einem Gegner Erdschaden zu. Ah ja, und dreimal Limitrausch. Okay, wie machen wir am besten Erdschaden? Ich scroll mal ganz kurz durch, ob da jemand dabei ist, der Erdschaden kann. Siehe kann Erdschaden. Eileen, ich glaube, die habe ich eh noch nicht so richtig gezeigt. Komm, wir nehmen Eileen mit. Hier so. Und dreimal Limitrausch kriegen wir auch hin. Aufbrechen! Der halbe Energie-Event geht nur noch 3 Tage und ich habe noch so viel vorzuproduzieren. So, na gut, dann machen wir doch mal hier Erdschaden. Ihr stärkster Angriff ist das hier, Ramme. Fügt einem Gegner teilweise direkten Schaden zu und reduziert Erdresistenz für einen Gegner. So, machen wir das doch einfach mal. Das macht insgesamt 5 Treffer. Ziemlich nützlich zum Chainen. So, bei 4 Kämpfen kann ich mal ein bisschen mehr zeigen von den Charakteren. Was haben wir noch? Fügt teilweise direkten Schaden zu und Erdelementar für eigenen Angriff. Ah ja, okay, wir machen erstmal das hier. Komm, auf den da. So, Fundament. Zack. Jetzt hat sie Erdelement. Ich versuche mal hier ganz kurz so ein kleines bisschen so, so und so. Ich hoffe mal, dass der jetzt kein Counter auslöst und stirbt. Genau, perfekt. Und dann greifen wir jetzt mal hier nochmal an mit allen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Erdschaden zugefügt. So, die nächste Runde. Hier haue ich ein Limit raus, und zwar Jackpot-Shot von Ace. Und greife dann wieder mit allen direkt an. In der Hoffnung, sofort wieder Limit aufzuladen für Ace. Hat leider nicht geklappt. Wir haben noch eine Runde vor uns. Aber wir können trotzdem 2 Limits machen. Das ist sehr gut. Wir haben ja schon einen mit Ace gemacht. Jetzt machen wir Cecil's und die Strollers Limit. Dann haben wir 3 Limits ausgeführt. Sehr schön, das hier und das hier, so. Und was können wir noch hier machen? Limitsammler fügt teilweise fügt einen Gegner teilweise direkten Schaden zu und das Limitmeter fühlt sich schneller. Das Besondere bei ihr ist, ja gut, sie kann Mana aufladen für alle, ne? Das ist ziemlich cool. Und auch Lebenspunkte, ne? Also Lebenspunkte und Mana heilen, im Prinzip sowas wie ein Mini, wie Mini-Bodyguards, ne, von Noctis. Das Besondere an ihr ist eben, dass sie sich erdelementaren Angriff gibt oder ihre wahre Treue ist auch ein erdelementarer Speer. Und dass sie dann Ramme macht, was 5-mal trifft und außerdem noch
die Erdresistenz von einem Gegner reduziert. Und wenn man dann auch noch sowas wie einen Setzer dabei hat oder sowas ähnliches, der auch noch eine erdelementare Waffe ausgerüstet hat, wie das neue Schwert, das wir haben, Gaia oder irgendwie so ähnlich, ne, Gaia klingt, glaube ich, dann kann man super toll Erde chainen. Und das kann echt, echt mächtig werden. Also im Prinzip ist Aileen so etwas, was Frievia für Eis ist, das ist Aileen für Erde. So, perfekt. Also mir gefällt das nicht, dass wir hier sowas kriegen. Solche Casual-Gegenstände, die brauchen wir überhaupt nicht. Die kann man ganz günstig kaufen. Lapis wäre mir hier lieber an der Stelle. Aber gut, wir können es nicht ändern. Weiter geht's. Mirestal hinter den hinter der Brücke. Mensch, was lese ich denn da heute zusammen? Lippen und Brücken und so. Füge einem Gegner Feuerschaden zu, das kriegen wir hin. Und benutze dreimal Magie. Dann machen wir einfach dreimal Feuermagie. Ich scroll hier nochmal durch. Wir können ja mal Imperator mitnehmen. Der ist auch ziemlich cool. Den nehme ich immer gerne mit. Hier ist noch ein Setzer. Wie ist der eigentlich ausgerüstet momentan? Bad Dad. Vernard und Zweitmesser. Also der ist für Feuerchain ausgerüstet vor allem. Ich hoffe immer noch, dass da noch zwischendurch eine Frevia auftaucht. Aber momentan packen alle Leute ihre Maxwells hier rein, weil sie einfach angeben wollen, wie toll sie Maxwell haben. Oder auch 100% ne, Vista noch geben wollen zum Farmen. Aber ich brauche das Zeug nicht mehr farmen. Komm, ich würde mal sagen, wir nehmen Imperator mit. Ja, hier. Imperator Matthäus. Und los geht's. Dreimal Magie und Feuerschaden. Wir machen einfach dreimal Feuermagie und das war's dann mit Feuigar. Hat der auch noch Feuermagie? Der hat auch Feuigar. Sehr gut. Der kann doch doppelt. Ja, genau. Doppelt schwarze Magie. Perfekt. Dann machen wir doppelt Feuigar noch hier. So, so, so. Zack, zack. Sehr schön. Großartiger Schaden. Ich kann ja auch mal aus Spaß hier so... Ich will übrigens Imperator noch selbst haben. Wir machen mal das da. Und dann erneut. Ja, ich will gerne selber einen Imperator haben. Und zwar deswegen, weil der ja... weil man diesen Stab bekommt von ihm als wahre Treue. Und die würde ich gerne Ace geben. Der gibt nämlich 10% extra Lebenspunkte und irgendwie 130 Magieangriffskraft oder sowas. Oder 120. Also auf jeden Fall extrem stark. So, können wir noch irgendwas Interessantes machen? Er kann auch Eisgar, Blitzgar und Aerogar, was ziemlich cool ist. Flamme kann er auch. Dann hat er noch Skills, wie zum Beispiel das hier. Reduziert Psyche für alle Ziele und Psyche für Benutzer. Okay, da hat er noch Feuer von unten. Ja, das hat man auch, wenn man zu viel Chili gegessen hat. Da hat man auch Feuer von unten. Machen wir doch mal Feuer von unten. Hier, Leute. Fress das. Ja, super. Und dann machen wir erneut und feuigarisieren wieder. Perfekt. So, dann wollen wir mal. Was haben wir noch hier? Zeigt dein Angebot, kennen wir schon. Kann ich ja machen. Benutze verbraucht Lebenspunkte von einem Verbündeten für eigene MP. Wisst ihr was? Komm, das machen wir aus Spaß. Wir gucken mal, wie viele Lebenspunkte verbraucht werden. Wir brauchen mal die von Snow. So. Schon einiges, ne? Der halbiert die Lebenspunkte, um damit dann sein Mana aufzuladen. Das ist schon krass. Also wenn man nicht großartig, wenn man nicht heilen kann, sollte man das nicht tun. Wir machen mal Jackpot-Shot und das war's dann.
Also Imperator Matthäus ist auf jeden Fall ein verdammt guter Magier, zählt mit zu den Top Mages. Das einzige Problem ist nur, dass Magier insgesamt momentan Probleme haben gegen die meisten, oh, das sah cool aus eben, gegen die meisten Bosse. Weil Magier zu wenig Lebenspunkte haben. Das ist das große Problem, das die haben. Es müsste mehr sowas geben wie Pratschna des Weisen, um die Lebenspunkte von Magier ein wenig zu erhöhen. Ich meine, sie können schon nicht großartig chainen, ne? Und dann haben sie auch noch wenig Lebenspunkte. Und physische und dann brauchen sie auch noch Mana. Und viele physische Angreifer brauchen nicht viel Mana, haben wesentlich mehr Lebenspunkte, stecken wesentlich mehr ein, weil sie bessere Rüstung haben und mehr Lebenspunkte haben. Und teilt dann auch noch stärker aus. Da stimmt was nicht so richtig, ne? So, Miristal, böse Ahnung. Da haben wir endlich wieder mehr Lapis. Besiege Neoküsschen. Neoküsschen. Mit einem Limitrausch und das war's auch schon. Na gut, also mit einem Limitrausch besiegen, sterben werden wir sowieso nicht. Ich scroll noch mal ganz kurz hier durch. Kana. Naja, eigentlich Esteban, auch ziemlich cool. Naja, eigentlich ist jetzt nicht wirklich Interessantes dabei, was ich mitnehmen könnte, oder? Ich könnte ja vielleicht mal sie mitnehmen. Aber sie hat noch nicht alle Skills, glaube ich. Das Hausmädchen, Amelia. Ja, ich glaube, ich nehme mal Setzer mit. Oder soll ich Setzer mitnehmen? Orlando, komm, wir nehmen was in 7 und Angriffskraft Orlando mit. Der ist auch noch Shinryu, passt auch noch. So, dann brechen wir mal auf. Ja, ich finde Shinryu deswegen passend, weil Shinryu ein sehr mächtiger Drache ist. In der Final Fantasy-Geschichte. Und vor allem Final Fantasy V. Also, wenn ihr euch mein Final Fantasy V Let's Play anschaut, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und er hat sich Shinryu genannt. Finde ich ziemlich cool. So, machen wir doch mal göttliche Zerstörung. Was müssen wir eigentlich noch machen? Ach so, einfach nur mit einem Limit drauf spielen. Das heißt, wir laden unser Limit auf, machen göttliche Zerstörung hier auf einen und greifen den anderen an. Ja, ihr seht schon, wie mächtig das ist, göttliche Zerstörung. Und wenn man 2 oder 3 Orlandos hat, 2 reichen ja schon, die das abziehen, dann sind die richtig brutal. Nur gegen Maxwell bringen sie einem nichts, was ich ziemlich cool finde. Da muss man dann doch auf Frievia zurückgreifen, wenn man sowas abziehen möchte. Ansonsten wird eben ein sehr langer und harter Kampf. Blutsauger. So, wir greifen weiterhin an. Ganz normal. Machen alle Limits voll, die wir voll machen können. Ich will ja das Küsschen analysieren, um zu gucken, wie viele Lebenspunkte der hat, dass ich mich da nicht verschätze mit dem Limit. So stark sollte der nicht sein. So, wir haben fast alle Limits voll, außer den von Orlando. Das ist aber okay, aber wir kriegen die nicht voll. Ist ja ein Freund, der nicht der Freundesliste ist. Ich muss meine Freundesliste mal wieder ein bisschen frei machen, ein bisschen entleeren, damit wieder Leute mit starken Charakteren da rein können. Vielleicht jemand mit einer starken Frevia oder so. So, dann wollen wir mal. Ich analysiere den mit Analyse. Der hat bloß 1000 Lebenspunkte, ne? Passt mal auf hier. Magiebefehl auf Ace, zack. So. Und Ace macht jetzt auf das Küsschen Jackpot Shot. Das ist mittlerweile Stufe 9 und das hat immer noch nicht über 100, an die 100.000 Schaden gemacht. Das ist schade. Ich greife mal hier an. So, so. Dann hier, so. Ich will nicht, dass der durch einen Konter stirbt. Und dann... Oder wisst ihr was? Komm, ich greife auch mal an. So, kann er nur helfen, den Limit aufzuladen, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh, die machen schon hohen Schaden, ehrlich gesagt.
Perfekt, Ace hat wieder einen vollen Limit. Das wollte ich haben. Und er ist nicht durch Gift gestorben. Perfekt, dann machen wir jetzt Jackpot-Shot und das war's für den. Er hat aber gesehen, die haben ganz schön ordentlich Schaden angerichtet, ne? Also man sollte echt die Kleinen vorher wegpusten. Ich hätte gedacht, wir killen das Küsschen. Und dann hätte ich an der Stelle... da hätte ich danach die Dreie gekillt. Aber weil es nicht geklappt hat, den sofort mit Jackpot-Shot zu töten, hab ich eben... wurde es eben ein bisschen schwieriger. Ansonsten hätte ich Triple Jackpot gemacht und die Kleine weggepustet. So, teilweise direkt der Schaden, ein Ziel. Komm, wir machen mal das hier. Das hier, so. Das da, da machen wir auch mal das hier. Hauen wir einfach alles raus hier. Zack, zack, zack. Er kann, glaube ich, gar keinen Flächenschaden. Ah, der kann göttliche Zerstörung machen. Auf C. So, da sind wir den auf jeden Fall los. Na gut, die stecken tatsächlich einiges ein. Aber alles kein Problem für uns, denn wir machen jetzt ganz einfach Triple Jackpot. Achso, Moment, pass mal auf hier, kann ich ja... Ach schade, war ein bisschen spät, ich wollte es eigentlich chainen hier. Na gut. Perfekt. Overkill mit dem Doppelschlag von Snow. So, sehr schön. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Und, das nächste Gebiet, das freigeschaltet wird, ist das hier, verwüstete Stadt. Da gehen wir gemeinsam rein, aber erst in der nächsten Episode. Ich denke, ich werde das so machen, dass ich diese Episode hier released habe, nachdem ich den Feuerschrein erkundet habe. Also, wenn ihr das hier seht, dann habe ich das zwar vorher aufgenommen, weil ich mich ja verklickt habe. Ich habe versehentlich schon den nächsten Level angeklickt. Aber ich nehme jetzt den Feuerschrein auf und habe dann diese Episode quasi nach dem Feuerschrein released. Einfach nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ne? Alles ein bisschen durcheinander, aber dann hat es wenigstens eine richtige Reihenfolge. Ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich zukünftig alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.